Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf dem Marsch. Heute werden wir den Rest Baumstumpenfräsen machen. Da ja noch einiges zu erledigen ist. Also nicht mehr so viel, aber einiges sicherlich noch. Und ich habe die Maschinen ein bisschen leiser gemacht. War auch leicht zu laut. Kam das mal vor. Und auch mal nicht. Aber dazu sagen, einige Traktoren sind auch lauter, andere leiser. Das ist schwer einzustellen, aber irgendwie muss man doch auch gleich finden. Ja, nicht so einfach. So, wir werden mal sehen, wenn wir die ganzen Dinger wegkriegen hier. Am Hof haben wir auch noch ein paar. Leider, die sind etliche noch. Immer Holz. Werden wir nicht mehr schaffen. Vielleicht morgen. Ne? Aber die Stumpenfräsen, die könnte man dann für theoretisch stehen lassen. Ne? Es geht darum, dass wir im nächsten Jahr dann hier pflanzen können. Denn ich habe nun hier Bäume gepflanzt. Die zweiten 200 Stück. Die dürfen gerne wachsen. Schön ruhig und gemütlich, aber die dürfen wachsen. Sie haben nicht so eng gepflanzt. Das ist ärgerlich. Ich glaube, dass nur einige rausnehmen. Ne? Wäre auch möglich. Ob sie dann noch wachsen, ist eine andere Frage, weiß ich nicht. Also, wie er müde wird, ne? Das sieht so aus. Den muss ich ein Päuschen machen. Wird gar nicht passen. Ja, ich hatte probiert mit OBS mit dem ja, mit OBS auch, aber der Garton und anderen Modus. Auch nicht das Ergebnis, was ich haben wollte. Leider. Aber wenn wir jetzt so machen, wie es jetzt besten geht, ne? Also habe ich auch festgestellt, den Mulch, den ich verwende, ist für das macht, er kann zwar 60 FPS, aber beim Clone auf Elgato macht Elgato nur 30 FPS. Warum das so ist, keine Ahnung. Das ist mehrere Einstellungen probiert. Leider ohne Erfolg, also auf 60. Nun muss ich warten, bis der neue kommt. Und da hoffe ich ja, dass er ein Gaming-Monitor ist. Dass er von vornherein auch die anderen Werte unterstützt. Das wird aber ganz stark, weil der Monitor, ich glaube, HDMI nur 1,4 annimmt. Ich habe das gelesen. Das dadurch nicht funktioniert. Also, ich kann es nicht vermuten, ich kann es nicht ändern. Aber gut, ich denke mal, das kann man nicht erkennen, ob es 30 FPS ist oder 60. Also hier im Spiel eher nicht. Beim 7DSD hatte ich immer Probleme gehabt, auch ohne Elgato, also ganz massive, weil das Spiel hat starke Ressourcen gefressen, kann man sagen. Weil dieser Bildschirm ist am besten geeignet für 4K, den ich verwende. Da gibt es die besten Bilder, die schärfsten Bilder. Und jeder weiß, wenn man runter skaliert, also weniger macht, wird das Bild etwas unscharf. Also das naive, das heißt, sie soll gleich auch genutzt werden, was am besten ist. Bei Elgato musste ich aber sowohl bei OBS musste ich einrechnen im Prinzip. Auf Leistung verzichten, weil beide zusammen zu viel Ressourcen braucht und das gibt ja irgendwann Unterbrechung in der Aufnahme und das ist dann ja überhaupt nicht schön. Den Timer gedrückt, ja. So, wir machen die Stunden jetzt hier weg. Auf der rechten Seite ist schon.
Also egal, ob wir nun hier alles schaffen oder nicht, das ist dann egal, macht ja nichts. Wir können auf jeden Fall nächsten Jahr Bäume pflanzen, das geht sowieso. Wir machen heute mal einen Teil weg, dass wir ein bisschen wegkriegen. Vielleicht im Frühling, wenn wir Zeit haben. Aber ich wollte ja nicht unbedingt also einen Wald kaufen und den wieder aufforsten, ne? Und dicht bei ist halt, ne? Ja, diese kleinen Reste, da kann man am besten eine Fräse aufnehmen. Da sind die weg. Stören nicht im System. Belasten nicht die Performance. Und oder bei mir im Grunde egal wäre vom Rechner her. Aber das Nebeneffekt bei 30 FPS, der Rechner wird nicht so heiß. Das ist ganz gut. Ich habe mich neulich mal ein bisschen informiert, was das alles bedeutet. 30 FPS heißt, der Bildschirm wird alle 30 Sekunden ein neues. Nee. In einer Sekunde werden 30 Bilder neu, also 30 Frames erzeugt. Also im Prinzip baut sie dann das Bildschirm in einer Sekunde mit 30 Bildern auf. Wenn ich richtig erinnere jetzt. Bei 60 sind es halt 60, ne? Schaut sehr schnell. Im bloßen Auge nicht zu erkennen. Und wenn Frames fehlen, die Dinger hier halt, wie diese Dinger heißen, dann wird oft einer genutzt, der vom vorigen Bild erzeugt wurde. Also jetzt bei der Struktur hier beim Wald wird es nicht auffallen, nur wenn das zum Beispiel Übergänge wären, ne? Also direkt vom verschiedenen zusammenkommen, ne? Also hier vom Waldweg zu Grün und so. Da könnte man Absätze erkennen, unter Umständen. Ist aber auch so extrem unwahrscheinlich. Weil das sehr schnell geht, ne? Ja, vorbei haben mir gefällt, ne? Ich versuche mal ein bisschen Abstand zu gewinnen von einzelnen Karten, dass eine Karte im Prinzip Winter hat oder Herbst oder Frühling, dass wir nicht zur gleichen Zeit überall spielen. Ne? In Thüringen sind wir gerade schon im späten Frühling. Beim Gras mähen und Gras sammeln, wobei zum Schluss bleibt beim Gras sammeln. Ein bisschen Chaos. Aber da werdet ihr ja im Laufe der Woche sehen. Was er wirklich haben. Da reinfahren wir nicht, das ist riskant, das sieht tief aus. Ob wir den rausgeschoben kriegen? Sehr schön. Ja, geht nicht. Gut, macht nichts. Wie sagt er nur so, ne? Ich bin schon nicht drin, ne? Naja, scheint die wird noch so sein. Immer auffüllen.
Na, wenn die auch schaffen, aber gut, die Teile sind fertig und das. Können aber bei den Fällen im Winter nur eh Holz machen. Für Sägewerk, was immer schön lang genug läuft, ne? Je mehr wir da haben, umso besser. Wir brauchen nämlich dringend Paletten. Wir haben zwar alle gut geliefert, unsere Betriebe, aber auf lange Sicht werden die ja nicht reichen, ne? Und unsere eigenen Bäume wachsen halt dann höher und größer. Also alle hoch und hoch, die sind ja einige Weisen recht klein sind. Und viele recht kleine Bäume. Aber unsere Wälder werden entsprechend natürlich größer werden, ne? Zum Glück haben wir hier keinen Schneefall. Das könnten wir ja gar nicht sehen. Unsere Baumstumpen. Auch Opa so erzählt, er musste immer im Wald und Stumpen rausholen, ne? Und dazu sagen, früher hatten sie ja keine Motorsägen und so, sondern alles per Hand, mit Axt, mit Säge. Und natürlich musste alles schön geschärft werden, ne? Also Knochenjob. Aber das Holz war halt günstig gewesen, ne? Also haben alle auch gucken müssen, dass wir mit dem Geld zurechtkommen. Auch als Bauer. Die waren zwar selbstständig und unabhängig, aber Vermögen haben sie auch nicht verdient. Ne? Hat er mal so erzählt, beim Grafen. Der Graf war immer hinterher, dass keine Wildschweine im Wald waren. Sobald Wildschweine da waren, hat er die Jäger angewiesen. Der hatte ja Angestellte als Jäger, also Hofjäger kann man sagen, Oberjäger, wie da hieß, keine Ahnung, Heber angewiesen, dass die Wildschweine zur Strecke zu bringen sind. Da sind die los und haben die echt alle aufgelauert. Ne? Und heute keine zur Lage. Und dann kommt noch jemand und sagt, die armen Tiere. Ja, in einer Kulturlandschaft ist das schwierig, ne? Auch mit Tieren, also mit Wild, wenn zu viel ist, weil ja normalerweise, wenn es Natur und Gleichgewicht ist, auch mit Raubtieren, dann gibt es nicht so viele Wildschweine. Aber wenn jetzt Wölfe keinen Platz mehr haben, weil der Lebensraum fehlt, muss der Mensch eingreifen, ne? Sonst richten so viele Wildschweine Schaden an, ne? Gerade besonders auf Äckern und Feldern. Ne? Ich meine, wenn sie viel Mais anbauen, dann ist ja auch die Frage, tue ich damit die Wildtiere mästen? Ne? Also gut genährte Wildschweine bringen auf dem Zammel, ja Junge. Ne? Und wenn die Winter so mild sind, dann kommt auch noch hinzu, dass keine Tiere sterben durch Hunger und so. Ne? Über Krankheiten, über Leben halten, ne? Ja, und dann kommen so viele und dann kommt mal die Schweinepest und dann ist es noch zack, zack. Eine andere Seuche im Prinzip. Sogenannte afrikanische Schweinepest. Ja, und dann ist das ganz schnell erledigt im Schwein. Bis die ersten Tiere immun werden, ne? Das ist ja leider, ist ja so, ne? Natur ist ja so, dass dann irgendwann Krankheiten die Tiere entsprechend an Antikörper gebildet haben. Ne? Einige sind ja immer dabei und überleben letztendlich. Ne? Das kommt ja mal vor. Ne? Wie gesagt, wenn so viele Tiere sind, dann ist die Gefahr natürlich am größten, dass sie sich entsprechend stark vermehren, die Krankheiten. Ey. Nicht weg.
Aber wir kriegen viele Stunden weg. Ja, sehr viele sogar. Fast alle. Und dieses Jahr pflanzen wir, dieses Jahr, ja, nächsten Winter pflanzen wir die nächsten Bäume. Jetzt geht es sowieso nicht, weil der Baum zu vorne ist. Wieder über das ganze System da meckern, wenn man es machen wollte, weil es zu vorne ist. Oh nee. Gibt's nicht. Heute brachte ich ja im Fernsehen, dass sich jetzt in der EU Medikamente mehr herstellen wollen, ne? Dass sie die Firmen dafür Anreize schaffen wollen. Das ist ein totaler Blödsinn. Wieso Anreize? Angeordnet und fertig. Dass ein bisschen Prozentsatz auch in Europa produzieren muss. Damit wir im Notfall welche bei uns ja, produzieren könnten. Ne? So, liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich sag mal tschüss und winke winke. Ciao, ciao. Ja, in der nächsten Folge geht es weiter. Wahrscheinlich mit Holz. Ne? Denke ich mal. Ne? Ja, doch, wahrscheinlich. Tschüss und danke fürs Reinschauen.